Fußball-Europameisterschaft 2008, das drittgrößte Sportereignis der Welt, bedingte für die Spielstätte der Host City Klagenfurt den größten sicherheitspolizeilichen Exekutiveinsatz der Kärntner Geschichte. Eine kleine Armee von über 3000 Polizisten und Polizistinnen aus ganz Österreich und starke Unterstützungskräfte aus Deutschland, Polen und Kroatien waren in die exekutiven Überwachungs- und Präventivagenten im Rahmen der Vorrundenspiele involviert und sorgten für perfekte Sicherheit in Klagenfurt. Waren im Vorfeld der Veranstaltung noch zahlreiche unbegründete Horrorszenarien der verschiedensten Art befürchtet worden, so erwiesen sich mehr als 99% der angereisten Fans handzahm, friedlich, kooperativ und weltoffen, sodass die Polizei nur in ganz wenigen Fällen dann aber massiv präventiv einschreiten musste. Dieser im wahrsten